So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück beim Let's Play Chaos mit dem Berti und dem Gnom. In der heutigen Folge werden wir auf jeden Fall das Haus weiterbauen. Und ich habe ein bisschen umgebaut, wie man sieht. Wir haben auch eine Nachricht bekommen vom Gnom, wie man hier sieht. Wir werden heute auf jeden Fall halt das Haus weiterbauen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall, werden wir halt Cobblestone mit dem Dieseltool halt umwandeln. Und werden dann halt am Haus weiterbauen. Werden auch nochmal die Turtle losschicken, um halt ein bisschen an Materialien zu sammeln für ein Induction Furnace, was ich auf jeden Fall vorhabe. Und vielleicht auch noch mal ein bisschen Rotholz sammeln für dort hinten, wo man jetzt das Fragezeichen sieht. Werden wir zusammen dann das Schloss bauen, sagen das. Ich wollte mal was anderes bauen als immer nur ein Rathaus hier, Rathaus da. Da würde halt ein großes Schloss entstehen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und wir mal sehen, was da passiert. So, mal gucken, was der Gnome uns hier hinterlassen hat. In dieser netten Truhe. Okay. Ein Gleiter und ein. Okay, Dankeschön. Sehr vielen netten Dank für das Electric Jetpack. Dann werden wir gleich mal gucken gehen, ob unsere Fatbox. Ja, das geht jetzt erstmal nicht. Wenn wir uns mal den Gleiter mal kurz, nicht den Gleiter, den Jetpack mal kurz beim Gnom aufladen gehen. Und was da alles passiert, ja, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall erstmal meinen Todespunkt mal wieder löschen. Auf jeden Fall gibt es auch, wie man sieht, jetzt hier halt zwei neue Portale. Einmal in den Twilight Haus und einmal in den Nether. Dazu kommen wir dann gleich mal. Boah, das fängt ja draußen wirklich schon wieder an zu hageln. Aber das wird schon. So, das Haus ist dann wieder mal aufgenommen. So, mal gucken. Wir brauchen von einer Bedbox, da hat er genug Saft, da werden wir mal kurz das Jetpack mal aufladen. Zwischenzeit gucken wir uns mal um, was er hier so gebaut hat. Okay, er hat eine Schmelze gebaut, da war es mal so. Der Schmelze kann man dann zum Beispiel auch Eisen, also ja, Erze reinpacken, die werden dann direkt weitergebaut, weiterverarbeitet und man kann dann hier vorne halt durch die Basangs halt sozusagen das Geschmolzen herauslassen, um daraus Blöcke zu bekommen. So, gucken, ob die jetzt fertig ist. Jo, sie ist voll. So, da rein. Und schon können wir fliegen. So, nur noch den Gleiter in die Hand. So, dann muss das Ding mal von oben angucken. Mit diesem Gleiter können wir halt, wie man jetzt hier sieht, schön durch die Gegend flattern. Aber dazu jetzt mal in dem Punkt. Wir brauchen auf jeden Fall Kabel, haben wir da. Werde ich mal heute mal auf jeden Fall mal ein bisschen an Kabel, haben wir es. Und der Kiste nicht. Da haben wir Cobblestone, wenn wir die auch schon umgewandelt haben. Noch wieder ein paar mehr. Und erstmal vielen Dank für dieses kleine Geschenk. Bauen wir schon mal ab. Dann nehmen sie direkt mit. Ja.
So. Na, Mann, ich. So, auf jeden Fall werden wir hier erstmal schlafen legen, tun wir uns jetzt nicht. Mir fällt es entlasten. So, gut. Das dazu erstmal, wenn wir hier auf jeden Fall noch mal das Ding rauskloppen. Und mal gucken, jetzt haben wir natürlich keine von den anderen Teilen zusammen. Wo haben wir jetzt hier wieder? Ich weiß, ich muss mal aufräumen hier an meinen Kistenwirtschaft. Aber das ist das eine Thema mit dem Aufräumen. Und so. Aber mal gucken, ob wir hier ein bisschen was damit machen. So. Genau. Jetzt haben wir auf jeden Fall von denen auch noch mal welche hier. Die wollen wir direkt bis oben hoch tun. Und zwar, genau. Na komm. So. Und dann, ich mache das jetzt erstmal zu wegen dem Fenster und so weiter, können wir dann immer noch gucken. Muss ich einfach zurechtkommen mit diesem komischen mit dem Jetpack. So, hier vorne in der vorderen Abteilung, wo man es jetzt hier so ein bisschen von oben sieht, werden wir noch hier vorne sozusagen den Fluss verbreitern und werden dort eine Mühle einbauen. Eine Wassermühle, wo wir vor dem sozusagen unsere Mühle, die wir da wie unten mal nochmal zwei weitere Wasserkraftwerke bauen sozusagen und dann werden wir das erweitern. Komm rein, ab. Jetzt kannst du verrecken, geh verrecken ab. Ja, so ist schön. So. Gut, jetzt brauchen wir erstmal den Schieselbeutel. Den Schieselbeutel, Mann, naja, Alter. So, mal ein bisschen Pellets draus machen. Passt. So. Genau. Normalerweise müssten es ja dickere Bolzen sein. Heißt. Ne, das passt doch. So. Genau. Machen wir hier nochmal eins. Zwei. Einmal dort und einmal hier. Zwei frei lassen und dort wieder drei nach unten. Passt natürlich wieder mit der die Seite ist eigentlich in Ordnung.
merkt man hier. Naja. Also, den nochmal raus. Dann machen wir nämlich hier direkt. So, ach man, jetzt verbaue ich mich ja auch noch. Macht ja nichts. Warum keine Mobs sind, finde ich so ein bisschen seltsam. Sagen denn der vordere Bereich der Mühle. Ob wir die Mühle halt dann hier unten dann reinmachen oder oben reinmachen, weiß ich ja nicht so ganz genau. Aber was wir auf jeden Fall machen wollen jetzt schon mal. Brauchen wir die, dafür brauchen wir von denen noch mehr. Und so. Brauchen wir auf jeden Fall noch nach Birken. Und ja. Ich hatte mir halt überlegt, gehabt, ob ich jetzt sozusagen das Haus einerseits abreiße oder halt davor weiterbaue. Hab mich halt dann dafür entschieden, dass wir halt sozusagen die Mühle, die Wassermühle, Wasserrad hier vorne dran machen, dafür halt den Fluss verbreitern. Und au! Blödes Vieh! So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch Birken. Noch Birken bei, haben wir nicht bei. So, gut, dann gehen wir mal schnell ein bisschen ein paar Birken sammeln. Gucken, ob wir irgendwo welche finden. Ah, das sieht doch schon mal gut. So, au! Das war ja die Lumber-Examen, wollte ich gerade sagen. Verreck, ihr blöden Viecher! Haut ab von mir hier! Hau hier ab. So. Da ist. Da verfolgen die mich, oder? Verreck, ihr blöden. Haut ab! Verreck, ihr blöden Viecher! Irgendwie glaube ich wirklich, dass die mich. Dass die mich verfolgen. So langsam. Zwar die Lumber-Ex macht man ja halt über Tinkers Construct. Damit kann man halt direkt Bäume komplett abholzen. Das finde ich schon ganz nice. Außerdem repariert sich diese Axt im Sonnenlicht selber. Mal gucken. Ja, das reicht. Und ja. Also, du verreckst jetzt auch noch mal ein bisschen hier. Hopp, verreck. Geht doch. Gut, dann gucken wir mal weiter, dass wir hier noch ein bisschen was machen. Und ich guck gerade mal auf die Zeit. Dann noch ein bisschen haben wir. Au! Ein bisschen Zeit haben wir noch, aber nicht mal so viel für heute. Aber ansonsten, ja. Okay.
Okay. Da war irgendwo unser Haus. Ja, da ist es. Mal gucken, ob das reicht. Sollte eigentlich genügen. Also, dann wählen wir uns mal den Parkettboden aus und fangen dann mal an, hier ein bisschen Parkett zu verlegen. Ich habe halt noch keine Treppe, wie man sieht, aber die kommt dann auch noch in der nächsten Zeit. Und ja. Den abbauen, dann mache ich nachher. Na komm her, ab. So, da sind wir aber auch schon wieder am Ende unserer Folge und der heutigen Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne unten eine Bewertung da, was wir halt verbessern können, ob wir die Folgen ob wir die Folgen halt länger machen sollen oder nicht. Und was wir halt noch so an Projekten machen könnten, wie es zum Beispiel, wie ihr jetzt gesagt habt, den Schlossbau, werde ich auf jeden Fall angehen noch. Ansonsten werde ich vielleicht am Samstag oder am Sonntag werden, weil ich einen ersten Livestream machen. Wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Freitag. Und wir sehen uns dann bestimmt auch die nächsten Tage. Arrivederci.